Hallo zusammen. Dieses Instrument habe ich schon vor ein paar Monaten gebaut, aber ich habe kein Video gemacht, wie der klingt. Der hat jetzt eine Befestigung fürs Riemen. Da ist Gitarrenriemen, das alles macht. Klangdecke ist aus Ahorn. Die gesamte Körper, Klangkörper ist Kiefer, wo da dann Resonanzteil ausgearbeitet, hier genauer so, da ist das mein Emblem drin, also mein Logo, also es hat zwei Resonator, also da einer und da ist er, wie der klingt, naja. Von G, A, B, C, D, E, F und G. Befestigung von den Seiten, also die geht über die Brücke und das von unten ist der befestigt, dass hier alles, also das kann man nichts, also nichts kaputt machen. Also das ist unter die Stimmwirbel sind Klötze eingeleimt aus Buche, was eigentlich verhindert, dass die Röhren verdrehen sich und alles so gemacht, also solide gemacht. Man kann die so spielen. Instrument eher so etwas männlicher, also der ist etwas kräftiger in Klang. Ja gut, ich kann es nicht so richtig gut spielen, ne? Kann es nur ein paar Griffe. So. Also leichte Melodien kann ich noch machen, aber mir nicht. So, das ist Gusli, Kanterle, wie man das auch nennen kann. Also das ist ein ziemlich langes Instrument. Wenn ich meditiere, das sind 80 cm. Und ja, jetzt habe ich jetzt nichts zu messen, aber ja, wie gesagt, habe ich schon vor ein paar Monaten das gemacht. Ja, so ist das, so klingt. So, ciao.